Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Zum allerletzten Video im Dezember, das ist nicht wahr. Zum allerletzten Video während der Weihnachtszeit, das ist wahr. Wir haben heute den 24. Dezember, also really, wir haben heute den 24. Dezember. Ich drehe dieses Video super aktuell, ich war mir nämlich eigentlich bis heute in der Früh nicht sicher, was will ich denn jetzt schlussendlich als 24. Dezember Video drehen. Ich hatte total Bock, irgendwas Besonderes zu machen. Habe überlegt, soll ich mich schminken? Also soll ich ein Get Ready With Me machen? Oder soll ich ein Lookbook machen? Oder soll ich mich piercen lassen? Piercen lassen ist sich einfach zeitlich nicht ausgegangen. Vor allem ist das jetzt auch nichts mehr wirklich Besonderes oder Spezielles auf meinem Kanal. Wenn wir uns ehrlich sind, ich schaue total zerrupft aus, oder? Habe ich das Gefühl? Ich weiß es nicht. Ich bin auch ziemlich zerrupft. Ich hatte nämlich eigentlich super viel Stress heute gehabt. Ich muss zugeben, ich habe zwischenzeitlich sogar darüber nachgedacht, ob ich den 24. Dezember ausfallen lassen soll, weil ich eben erstens nicht so richtig eine Idee hatte und zweitens, weil irgendwie alles im Moment gerade super stressig ist. Und deswegen dachte ich mir, ich erzähle euch heute einfach, wie ging es mir die letzten 24 bzw. 23 Tage mit diesem Projekt. Ich gehe auf ein paar Kommentare von euch ein, die immer wieder gekommen sind in den letzten 24 Tagen und oder die mich irgendwie speziell angesprochen haben, und ich werde euch erzählen, wie es denn 2019 weitergeht. Punkt 1, den ich gleich mal ansprechen will, weil es auch auf Instagram jetzt immer wieder darum geht, ihr wollt eine Roomtour. Und ich kann euch sagen, die wird es im Moment nicht geben, denn diese Wohnung ist einfach super chaotisch und super spartanisch und zum Teil minimalistisch eingerichtet, und das, obwohl ich so super viel Zeug habe, also dass ich mal sagen könnte, dass meine Wohnung minimalistisch ist, ist sie nicht, aber möbelstücktechnisch ist sie zum Teil relativ minimalistisch. Und somit wird es das dabei nicht geben. Ich habe noch nicht mal Lampen. Ich wohne seit 2 Jahren hier und habe noch nicht mal Lampen. Also könnt ihr euch vorstellen, dass nicht wirklich viel zu sehen ist. Ich kann euch oben ein Video verlinken, wo das Wohnzimmer im Hintergrund ist, und viel mehr gibt es in meiner Wohnung im Moment nicht zu sehen. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Monaten mal eine kommt, weil in den nächsten Monaten eine relativ große Veränderung in meiner Wohnung stattfinden wird und dass ich dann vielleicht eine Roomtour drehen werde vom Wohnzimmer und vielleicht vom Schlafzimmer. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht wird es das geben, vor allem weil es euch offensichtlich interessiert. Also ja, es ist nicht aufgehoben, es ist nur aufgeschoben im Moment gerade, weil ich nicht glaube, dass es im Moment wirklich super spannend für euch wäre, euch meine Wohnung zu zeigen. Was mich super schockiert hat eigentlich, war, dass ich unfassbar viele Kommentare unter dem Video bekommen habe, wo es darum ging, dass mich fremde Leute anfassen. Ich kann euch auch das oben nochmal verlinken. Und dass ganz, ganz vielen Leuten von euch sehr ähnlich gegangen ist mit entweder ähnlichen Geschichten oder anderen Geschichten, die aber trotzdem super schockierend waren. Also gerade die eine Story von einer Schwangeren, deren Bauch ständig betatscht wurde, hat mich wirklich total berührt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das ist also unsere Welt. Finde ich echt schockierend, und ich das aber sehr berührend fand, dass ihr eure Stories mit mir und auch mit den anderen Leuten, die dieses Video gesehen haben, geteilt haben. Also danke dafür, das war wirklich so das Video, wo ich am wenigsten mit so viel Resonanz gerechnet habe, denn es ist super viel Resonanz gekommen, weil es offensichtlich nicht nur mir so geht, und deswegen freut es mich immer wieder, diesen Austausch zu erleben, auch wenn ich nicht auf jedes Kommentar vielleicht eingehe. Ich lese sie alle und ich finde es dann einfach total schön, wie ihr euch auch untereinander austauscht. Ich fand das auch bei ganz vielen anderen Videos echt schön, wenn es um Piercings gegangen ist, wo dann sofort geantwortet wurde von der Community sozusagen, und das finde ich echt schön, und da danke ich euch auf jeden Fall dafür, dass ihr mir da auch Arbeit abgenommen habt und zum Teil dann Fragen beantwortet habt, die andere Zuschauer gehabt haben. Ein Thema schlechthin waren auch meine Fingernägel. Die einen meinten, oh mein Gott, was hast du getan? Die anderen meinten so, endlich! Ja, meine Fingernägel sind at the moment kurz, das wird aber nicht allzu lang so bleiben, also sie werden relativ bald wieder lang werden. Ich werde sie jetzt einfach wachsen lassen, sie waren einfach super kaputt. Ich glaube, dass mein Körper einfach allgemein so ein bisschen überfordert war mit den Dingen, die ich in den letzten Monaten angetan habe. Das hat sich auch einfach auf meinen Nägeln gezeigt. Sie waren viel brüchiger, als sie sonst waren. Somit habe ich sie jetzt einmal kurz gemacht und werde sie jetzt Stück für Stück wieder lang wachsen lassen. Werde sie natürlich auch wieder mit Gel überziehen. Das macht meine Schwester. Somit sitze ich da so, sozusagen direkt an der Quelle. Aber ja, ich habe kurze Nägel, und es freut mich sehr, dass es so vielen von euch positiv aufgefallen ist. Aber sie werden nicht so bleiben, denn ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt. Ich fühle mich wirklich eingeschränkt. Habt ihr Bock drauf, dass ich euch mal erzähle, wie schwierig die ersten 1-2 Wochen mit diesen Nägeln waren, denn das war echt, es war eine harte Geschichte, es war wirklich nicht einfach. Gehen wir kurz mal darauf ein, wie es
mir in den letzten 3 Wochen gegangen ist und was das für die nächste Zukunft sozusagen bedeutet. Ich habe mehr oder weniger relativ spontan entschieden, dass ich 24 Videos drehen werde im Dezember, beziehungsweise mehr, aber 24 Videos in 24 Tagen. Habe somit nicht wirklich vorproduziert. Ich hatte das Glück, dass ich noch eine Handvoll Videos hatte von gefühlt vor 3 Monaten, die einfach nie online gegangen sind, und das war auch dann der Grund, warum ich mich schlussendlich dazu entschieden habe, das zu machen. Ich habe mir im letzten halben Jahr eine Auszeit genommen, ohne mir eine richtige Auszeit zu nehmen. Ich mache seit 3,5 Jahren YouTube und habe einfach das letzte halbe Jahr im Durchschnitt, wenn überhaupt, ein Video in der Woche hochgeladen. Das ist für andere YouTuber voll normal, aber bei mir war es davor so, dass 3 Videos die Woche kamen, neben meinem 40-Stunden-Job. Wirklich eigentlich ständig. Ich habe gerade in meiner Anfangsphase einfach super viele Hauls gedreht und das funktioniert ganz gut. Da kriegt man, ich glaube, dass da draußen gerade jemand geheiratet hat, zumindest tut es die ganze Zeit. Und wenn man das Ganze mit Hauls füllt, ist das super einfach. Nun wollte ich diese Konsumgeilheit nicht mehr unterstützen und ich glaube, das Jahr wirklich keinen einzigen Haul hochgeladen. Und das macht mich sehr stolz und ich habe auch viel weniger eingekauft als davor, logischerweise, weil man einfach viel gekauft hat, um es für YouTube irgendwie aufzubereiten. Und somit habe ich diesen Konsum irgendwo gegen Piercings eingetauscht und war einfach super viel das Jahr piercen und habe super viel Piercing-Content gebracht. Und das hat euch auch wirklich gut gefallen. Neben den 1-2 Meinungsvideos, die ich das Jahr hochgeladen habe, war Piercing- und Tattoo-Content auf jeden Fall das, was so am intensivsten auf meinem Kanal passiert ist. Und das wird sich auch nicht ändern, keine Sorge. Es wird im nächsten Jahr konstant einmal im Monat ein Live beim Stechen dabei geben, konstant einmal im Monat ein Tattoo-Video, konstant einmal im Monat ein Piercing-Q&A, einmal mit der Kathi und einmal mit mir alleine, wo es dann mehr um mich geht und meinen Körper. Und ein Verheilvideo, entweder ein Tattoo-Verheilvideo oder ein Piercing-Verheilvideo. Das sind die 4 Videos, die auf jeden Fall monatlich kommen werden. Ich glaube sogar, dass ich da fixe Wochen einführen werde. Also erste Woche das, zweite Woche das, dritte Woche das, vierte Woche das. Das habe ich geplant. Aber ich will nebenbei auf jeden Fall mehr Personality in das Ganze reinbringen. Ich freue mich, dass ihr meine Piercing-Videos so mögt, aber ich habe gerade durch Videos eben wie dieses Storytime-Video oder die Q&As gemerkt, dass ihr euch für mich als Person auch interessiert. Und das freut mich total und deswegen wird mehr Personality kommen. Es sind im Jänner jetzt schon 3 Videos geplant, wo es um Themen geht, die entweder mich sehr berühren oder die mir wichtig sind oder aber das mich einfach mehr oder weniger schockiert hat. Also wird es da auf jeden Fall schon mal 3 Videos geben. Und da kommen wir gleich zum nächsten. Es wird dann regelmäßig 2 Videos die Woche geben. Vielleicht mal 3 Videos. Ab und an wird vielleicht auch mal was ausfallen. Folgt mir gerne auf Instagram, dann werde ich euch immer auf jeden Fall am Laufenden halten. Aber ich habe vor, dass auf jeden Fall wöchentlich 2 Videos kommen. Das wird dann wahrscheinlich eben einmal dieses fixe Format sein und einmal ein zusätzliches Video. Was auch immer das dann sein wird, werdet ihr dann sehen. Viel mehr Personality auf jeden Fall. Weil mir das einfach am Herzen liegt, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Ich habe das Gefühl, dass ich seit 3,5 Jahren YouTube mache, aber dass viele Dinge, die ich bin und wie ich bin, gar nicht so auf YouTube rüberkommen, weil ich vieles nicht so preisgegeben habe. Und darauf habe ich aber eigentlich total Bock. Also wird das kommen. Es wird mehr mich geben. Und ich hatte eben gerade in den letzten Tagen, in den letzten 24 Tagen das Gefühl, dass ihr das auch wollt. Und das freut mich total. Also ich habe einige, die wirklich gefühlt jedes Video kommentieren und das finde ich super schön und das freut mich total. Und ich merke einfach, dass es da Leute gibt, die sich wirklich für das interessieren, was ich sage und was ich mache. Und deswegen wird es davon auch einfach mehr geben. Auch mehr Sachen, die sich nicht nur Bodymodes drehen, obwohl es das natürlich weiterhin auf meinem Kanal geben wird, weil ich weiß, dass ihr das sehen wollt. Und das liegt mir ja auch am Herzen. Ich bin halt gepierst und tätowiert und bunt und natürlich wird es darüber auch weiterhin ganz viel geben. Ich muss sagen, ich habe die letzten 24 Tage so erlebt, dass ich mittlerweile ziemlich ausgebrannt bin. Ich habe auch überlegt, ob ich dieses Video ausfallen lassen soll, weil ich einfach noch backen musste und Geschenke einpacken und dieses Video drehen und ein Foto für Instagram machen und ich bin super ausgebrannt, aber auf eine total positive Art und Weise. Ausgebrannt hat es immer eher negativ, aber mir fällt gerade kein anderes Wort ein. Ich habe einfach gemerkt, was ich neben meinem 40-Stunden-Job und meinem Leben alles noch schaffen kann, denn ich arbeite 40 Stunden, ich habe wenige Videos vorab produziert gehabt, wie gesagt so eine Handvoll, bei denen ich mir eigentlich gar nicht sicher war, ob ich sie hochladen wollte und sie jetzt hochgeladen habe und sehr glücklich darüber bin, unter anderem eben dieses fremde Leute fassen mich an, wollte ich nämlich eigentlich gar nicht hochladen und das war schon einige Monate alt und da dachte ich mir, nein, ich lade es doch hoch, weil es einfach jetzt gerade wieder passt.
Und freue mich sehr darüber, dass ich das getan habe. Somit freue ich mich auch sehr, dass ich mich überwunden habe und gesagt habe, ich mache diese 24 Videos. Ich glaube, ich würde es das nächste Mal zumindest versuchen, dass ich ein bisschen was vorproduziere, also ein bisschen mehr wirklich aktiv vorproduziere. Denn viele Videos, so wie das heute hier, sind aktuell am selben Tag gedreht, geschnitten und hochgeladen worden. Und das war zum Teil wirklich super stressig. Andererseits freut es mich einfach, weil ich sehe, was ich alles schaffen kann, wenn ich das will. Und ich habe es durchgezogen. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe es wirklich durchgezogen. Und ihr habt es mit mir durchgezogen. Dann ihr habt meine Videos geliked und kommentiert und angeschaut. Also es ist fast jedes Video wirklich, also beziehungsweise es ist jedes Video gut angekommen. Natürlich das eine mehr oder das andere weniger, aber es ist alles positiv aufgefasst worden und das freut mich total und somit sehe ich, dass das sich ausgezahlt hat. Und vielleicht wird es sowas wieder geben, wenn ihr Bock drauf habt, denn ich habe prinzipiell Bock drauf. Ich muss nur das nächste Mal schauen, dass ich es ein bisschen besser plane, aber ich habe prinzipiell total Bock drauf. Also, 2019, 4 Videos im Monat, die fix sind, die anderen sind mehr oder weniger frei. Ihr könnt mir wahnsinnig gerne runter in die Kommentare eure Videowünsche schreiben. Es ist auf Instagram auch noch einiges gekommen, das nach und nach abgearbeitet wird. Keine Sorge, ich vergesse eure Videowünsche nicht. Deswegen habe ich auch gleich das mit der Roomtour erwähnt. Es werden auch noch Videos zu meinen Haaren kommen. Also es wird ganz, ganz bald das Video zu meiner Haarpflege kommen, obwohl meine Haare im Moment total chaotisch und kaputt sind, aber ihr wollt das unbedingt sehen, somit wird es auch das natürlich geben. Ich werde euch all diese Videowünsche erfüllen, aber trotzdem könnt ihr mir gerne weitere runter in die Kommentare schreiben, damit ich auf jeden Fall genug Videoideen habe. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen 24. Dezember, 25., 26., wann auch immer ihr dieses Video sehen werdet. Mir ist klar, dass das wahrscheinlich jetzt so das Video sein wird, das so gefühlt am wenigsten geklickt wird, weil es ein super chaotisches, super whatever Video ist, aber ich hatte einfach Lust, mich hier hinzusetzen und euch zu erzählen, dass ich stolz auf mich selbst bin, denn auch das darf man mal sagen, denn ich bin wirklich stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe und euch einfach Danke sagen dafür, dass ihr alles so positiv aufgenommen habt, geklickt habt und geliked habt und kommentiert habt und ich einfach gemerkt habe, dass ihr da Bock drauf habt und dass ihr mir das Ganze nochmal schmackhafter gemacht habt, weil wenn ich sehe, dass das gut bei euch ankommt, natürlich habe ich dann Bock drauf weiterzumachen. Und ich habe wirklich alle 24 Videos an dem richtigen Tag hochgeladen bekommen und das ist einfach, ich bin echt so ein bisschen stolz auf mich und freue mich aber jetzt auch darauf, dass ich nicht mehr jeden Tag was hochladen muss. Aber es wird, wie gesagt, trotzdem noch einiges kommen. Es sind allein in der nächsten Woche noch 3 Videos geplant. Also 3 Videos werden auf jeden Fall im Dezember noch kommen und Jänner fangen wir dann voller Elan mit neuen Videos bzw. mit alten Videoideen, mit alten Videoreihen, aber neu aufbereitet an und auf jeden Fall mit fixen Terminen mehr oder weniger dafür. Und ich hoffe, auch darüber freut ihr euch, weil ihr dann fix wisst, wann vielleicht euer Lieblingsformat von mir kommt. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!